Wir haben hier ein paar Übungsaufgaben und zwar geht es um Volumenberechnung und so weiter. Da war eine kugelförmige Boje, die 400 Kilogramm Wasser verdrängt, also 400 Kubikdezimeter Rauminhalt hat, Volumen hat. Ja, zu ermitteln war der Durchmesser, nicht der Radius. Eigentlich ist es ganz einfach und wichtig ist der Überschlag. Wenn ich mir überlege, ich habe hier 9 Dezimeter raus, also fast einen Meter, ne? Und ich denke mir mal einen Würfel mit 9 mal 9 mal 9, also 729 Kubikdezimeter. Da muss ich natürlich beachten, dass wenn ich hier eine Kugel reinschreibe, hier rein so, dass dann diese Kugel natürlich an diesen Ecken überall, dass da etliches fehlt. Also könnte das durchaus hinkommen. Deswegen den Überschlag, ne? Zur nächsten Auf oder Moment, vielleicht gibt es ja Fragen. Bei der nächsten Aufgabe war gefragt, da sollte so ein olles Weinglas mit 7 cm, also wir nehmen jetzt idealerweise immer Innendurchmesser und so weiter, und Gesamthöhe von 8 cm oder Kelchglas jedenfalls, sollte nur zu 2/3 gefüllt werden. Wie viel Wein ist denn dann drin? Jetzt kommt bei der ganzen Sache der Strahlensatz natürlich in Ansatz. Und ich habe das mal konsequent fortgeführt. Ich habe mal einfach versucht, so lange wie möglich den Taschenrechner zu vermeiden. Deswegen so viele Schreiberei. Also Strahlensatz ist auf der linken Seite. Das ist hier auf dieser Seite hier. Hier geht der Strahlensatz los. Ist ja wieder einfach. Also D verhält sich zu H wie 7 cm zu 8 cm. Ich darf bloß nicht die Reihenfolge verwechseln. So, bis dahin. Aber wie hoch ist letzten Endes H? Wenn es nur zu 2/3 von 8 cm gefüllt ist, dann sind das 16/3 cm. Ich sage deswegen konsequent fortgeführt, weil ich dann 14, mit 4,6 Periode 6 cm kommt man nicht allzu weit. Man kommt in diesem Fall, wenn ich Pi Viertel D Quadrat wähle, weiter, wenn ich dann mit dem Zwischenergebnis D gerechnet hätte, also ein Drittel und Pi Viertel, das macht dann Pi Zwölftel, daher das. Und dann konsequent eingesetzt, H ist 16 Drittel Zentimeter. Alles mal ausgemietzelt hingeschrieben, damit man ein bisschen kürzen kann. Da gibt es 49 mal 16 durch 81 und den ganzen Mist mal Pi. Also die Zwölftel und so weiter, die Kürzerei, die bewirkt das letzten Endes. Ergibt 30 Kubikzentimeter, also 30 Milliliter. Jetzt kommt die große Frage. Ja, Überschlag. 3 Zentiliter, man darf nicht vergessen, das Ding ist nicht mehr hoch. Das sind bloß noch 5 cm Höhe. Und wenn man sich ein Gläschen vorstellt, was man bloß noch 5 cm Höhe hat und oben ein 5 cm, was sage ich? Ja, rund 5 cm. Und hier oben der Durchmesser auch sehr klein geworden ist, nämlich rund 3 cm, dann kann ich mir auch denken, das ist ein Glas von 3 cm ungefähr. 30 Milliliter sind 3 cm. Und damit hätte ich das überschlagsmäßig durch. Ach so, falls Fragen sind. Gut, ich werde dann hinten dran nochmal den Strahlensatz kurz erklären. Strahlensatz ist eigentlich eine leichte Sache, aber mache ich dann nochmal, na klar. Dann war ein Sandhaufen, da war bloß gegeben, dass der, wenn man von der Seite drauf schauen würde, ein gleichschenkliges Dreieck bildet, also hier gleiche Schenkel und hier oben einen Winkel von 120 Grad bildet. 3,6 Meter ist der Durchmesser. Natürlich war die Höhe zu ermitteln. Wenn ich mir hier denke, dass ich von der Seite gesehen, die Höhe ja, die senkrecht steht, genau in der Mitte steht, dann habe ich hier 1,8 Meter. 60 Grad bleiben von 120 übrig, weil ich ja teile. Und demzufolge habe ich hier 30 Grad. Sieht jetzt in der Skizze nicht so aus, weiß ich. Aber jetzt gehen wir wieder locker ran und sagen, gegen durch an Kathete ist Tangens, also Tangens von 30 Grad gegenüberliegend, davon ist die Höhe durch 1,8 Meter umgestellt. Jetzt könnte ich mit 1,039 Metern rechnen. Warum soll ich mir den Fehler reinholen? Ich tippe den ganzen Kram hier in den Taschenrechner und zwar sage ich, das hier, dieser Ausdruck, hier, das ist mein H, das ist das H selber. Also kann ich alles letzten Endes so hinschreiben, die Formel verbinden und in einem Tipp durchrechnen, ein Drittel mal Pi mal 3,24, ne, 3,24, 1,8 mal 1,8 ist 3,24, mal dann diesen Tangensausdruck und 1,8 Meter, komme ich auf 3,5 Kubikmeter. Jetzt könnte man ja zweifeln, könnte sagen, naja gut, machen wir es mal ganz rund und setzen rund in die Formel ein. Pi Drittel kann ich ungefähr kürzen zu 1, rund wohlgemerkt, mal diese 3,24, was denn? Was denn? Was ist denn? Na gut.
ergibt, da ich ja hier ein bisschen großzügig gekürzt habe, rund 350 Kubikmeter. 350 Kubikmeter. In diesem Fall war ich natürlich so blöde und habe hier das Komma vergessen. Hier, ne? Dieses 3,24. So. Also ergibt rund 3,5 Kubikmeter. Passt. Jetzt kommt die dritte Geschichte. An sich ganz billig. Wenn ich von folgender Überlegung ausgehe, und zwar gleich von dem Überschlag ausgehe, dass 1 Meter 10 Dezimeter hat, dann muss ich die ganze Sache mal 1000 nehmen, 1,29 Kilogramm. Ich kann auch 1290 Gramm schreiben, das geht natürlich auch. Fragen? Nochmal ganz kurz zum Strahlensatz. Da verweise ich aber in diesem Fall auf andere Videos. Strahlensatz ist eine einfache Geschichte. Es geht darum, Strahlen, die fangen von einem Punkt aus an und die schneiden Parallelen. Also diese G und H nenne ich die jetzt mal in diesem Fall, die sind parallel zueinander. Dann funktioniert der Strahlensatz wie folgt. Ich verweise auf meinen alten Mathelehrer, der hat gesagt, merkt euch nicht Punkt S und A und B und C, Strecke SA verhält sich zu. Er hat einfach gesagt, Leute, merkt euch das. Der kam aus Berlin, war. Ditte verhält sich zu das Ganze wie Ditte zu Ditte. Oder er hat gesagt, das gleiche könnt ihr auf der anderen Seite machen. Das kurze Stück verhält sich zu seinem kürzeren Stück wie das Ganze zu dem längeren. Oder. Ich mache mal kurz Pause. Andere Variante. Jetzt mache ich es mal mit andersfarbigen, dickeren Linien. Mal mit hellblau. Ich kann auch sagen, dieses verhält sich zu dem. Jetzt muss ich bloß anfangen. Hier als erstes, hier als zweites. Wie? Und jetzt das lange, wieder als erstes genannt, zu dem. Wenn ich das mit Buchstaben bezeichne, kann ich sagen, A verhält sich zu B, wie C zu D oder sonst was. Also darauf kommt es an, das ist der ganze Trick. Und das muss man dann in der Anwendung letzten Endes üben. Immer wieder. Wenn ich geschnittene Parallelen habe, dann sich eine Arbeitsskizze, eine Extraskizze machen und sagen, das zu das, wie das zu das und so weiter. Gibt noch andere Varianten, bin ich jetzt aber, würde das Video einfach künstlich verlängern, muss nicht sein. Noch irgendwelche Fragen?